Willkommen zu mehr Flash Games. Wir spielen heute Super Mario Flash 3. Das wollte ich ja im letzten Spiel hier, Part spielen. Aber da hat es irgendwie nicht geklappt. Jetzt habe ich es einfach normal gestartet und diesmal geht's magischerweise. Es hat einen Level-Editor. Es ist, glaube ich, auch die gleiche Engine wie diese ganzen anderen Mario Flash Spiele, also die Super Mario Flash heißen. Also fast alle. Es gibt auch ein paar Mario Flash, die nicht Mario Flash sind. Aber hier gibt es auf jeden Fall keinen Rennknopf. Oh, okay. Space-Taste ist Item-Droppen. Ja, der Hintergrund ist ein bisschen verglitscht, was, glaube ich, auch daran liegt, weil ich das hier auf Vollbild spiele. Naja, man kann halt laufen, es gibt keinen Springknopf. Ist ein bisschen unkomfortabel, so zu spielen, wenn halt die Grafik Stück und Stück nur lädt. Außerdem sieht es auch hier ein bisschen verwaschen aus. Ich bin schon tot? Wow. Okay. Ich hatte nicht sehr viel Unverwundbarkeitszeit. Nein, wir werden es hier nicht durchspielen. Ich werde es jetzt mal kurz anspielen. Das ist, also, es gibt drei Spiele, die Super Mario Flash, also heißen, das ist der dritte Teil davon, meine ich. Es gibt den ersten, was Grafik von Mario Bros. 1 hat, der Super Nintendo-Fassung. Der zweite hat Mario World Grafik und der hat Mario Bros. 3 Grafik. Ich habe die alle mal angespielt, aber ich habe keinen von denen wirklich durchgespielt. Was ich mal gespielt habe, ist Super Mario Flash. Als Super Mario World Tag. Als Remake. Uiuiui. Das war deutlich interessanter, fand ich. Sowas hier in Mario World nachzubauen, weil die Steuerung dabei 100-mal besser ist. Die Spiel hat gar keine schlechte Steuerung, aber es hat halt. Es ist schon ein bisschen schwammig, die Steuerung, und es hat halt keinen Rennknopf. Aber es steuert sich immer noch besser als wahrscheinlich 70% der ganzen Flash Games. Man kann sogar rutschen. Schon, was? Also, ne, man darf nie unterschätzen, wie viel das doch wert ist, auch eine ganz okay Steuerung zu haben. Ich komme hier nicht weiter, es tut mir leid. Das Spiel scheint nicht schwer zu sein, aber... Oh, wir haben wenigstens einen Checkpoint, das habe ich vergessen. Ich unterschätze die ganze Zeit, wie schnell ich wieder getroffen werden kann, wenn ich einmal getroffen bin. Ich denke dann, ja, ja, ich habe ein bisschen Zeit. Außerdem Wesseln mit mehr Power-Ups, die nicht nur ein Pilz sind. Ich muss doch sagen, ich weiß nicht, die Grafik... Guck mal, wie verschwommen alles aussieht. Guck mal, wie, ne, der Hintergrund da komische, ne, Linien überall sind. Also auf der Map, die Weltmap, sieht die Grafik 100-mal besser aus, was hier diese Mario World Grafik benutzt. Ich weiß nicht, ob das Level hier auch einen Secret Exit hat, ob es sowas überhaupt gibt. Keine Ahnung. Ich spiele noch ein Stückchen weiter, ja. Aber ja, es fehlen so Sachen wie Power-Ups und sowas. Und so weiter. Ich versuche mal zurückzuspulen auf den Anfang. Habe ich das jetzt richtig gemacht? Wow. Weil es gibt auch einen Level-Editor. Und früher, ich habe richtig viel Zeit in den Level-Editor reingesteckt. Aber das war bei Mario Flash 1, meine ich. Das heißt, du kannst ein eigenes Level kreieren. Suchst halt einen schönen Hintergrund aus. Kannst auch einen Custom-Hintergrund. Das ist interessant. Also das ist schon eine neuere Version von dem, was ich gespielt habe damals. Keine Ahnung, wir nehmen jetzt Bowser Schloss. Wie weit das auch immer geht. Wir können auch hier 500 machen, oder? Keine Ahnung. Wahrscheinlich nicht. Weil sonst lässt er mich nicht starten. So. Und dann kann man hier hin und her gehen. Auf irgendeinen Knopf, den ich jetzt nicht gelesen habe, kann ich die Sachen auswählen. Aber ich habe leider nicht... Ach, auf Leertaste. Was ist ein ID? Ah, wow, guck mal. Gar nicht mal so schlecht für einen Level-Editor. Es gibt tatsächlich... Wieso gibt es so viele Power-Ups? Aber ich habe die ganze Zeit nur diesen blöden Pilz gehabt. Ich will Yoshi, ich will Raccoon Suit und was weiß ich was alles. Den grünen Switch Palace-Dings. So, so viele Sachen. Guck mal dann. Also, die Möglichkeiten sind echt unzählig. Und Peach will ich da stehen haben. Okay, die wahrscheinlich nur zur Deko da ist. Aber man konnte mit sowas Level Design und das habe ich früher auch gemacht und so weiter und so fort. Jetzt werden wir natürlich das nur ganz kurz halten. Wo kann ich mein Level testen? Ah, hier sind die Gegner. Okay. Es gibt sogar Chucks. In der Version, die ich gespielt habe, gab es gar nicht so viele vielfältigen Methoden. Es gibt sogar Feuerdelfine. Hier kommt einer rein. Aber wo kann ich das Spiel starten? Safe. Ach, man muss erst ein Level Entrance machen. Okay, keine Ahnung. Hier kommt Mario hin. Das startet Mario und Exit.
ist die Tür hier? Ich weiß es nicht. Ich will jetzt endlich nur das Level spielen irgendwie. Okay, mein Level. Wir haben die Musik gar nicht geändert. Und ich habe den grünen Switch Palace gar nicht. Warte mal, das ist gar kein Raccoon Suit. Yoshi? Vor allem, ich kann gar nicht mal fliegen. Ich fall ein bisschen langsamer. Und hier ist Yoshi. Ich meine, das ist jetzt natürlich total lahm, aber wenn man ein richtiges Level daraus bauen würde, dann wäre es bestimmt cool. Und dann kann ich halt meinen Code hier haben, dann copy-pastet man das und dann kann man das jemandem schicken und der spielt dann das Level. Also eigentlich eine coole Sache, wenn man es auch nur richtig macht. Aber aus Zeitgründen halten wir uns hier doch mal kurz und spielen jetzt das nächste Spiel, Plattformer Peach Samus Amy. Bitte? Okay. Hey, wie wär's, wenn du lädst? Wieso lädt heute die Hälfte der Spiele nicht so richtig? Das finde ich ein bisschen enttäuschend. Ich wette, wenn ich das Ding nochmal schließend aufmache, dann... Oh, hallo. Ganz schön laut. Peach! Yeah! Was? Ah, guck mal, ich kann meine Steuerung hier ändern. Oh, ist das laut! Leiser bitte. Ich kann das Spiel leiser machen. Heben ab? Keine Ahnung. Die Soundeffekte kann ich nicht leiser machen. Peach? Amy? Nein, ich wollte nur rumgucken. Ich will nicht Amy spielen. Gib mir... Na toll. Ah! Boah, diese Soundeffekte. Warum ist das Spiel so laut? Ich muss leise machen. Das ist immer noch viel zu laut. Immer noch viel zu laut. Alles klar, es ist... Das meine ich eben mit schwammig programmiert, aber... Ja, es ist irgendwie ein Mario-Level. Ach du Scheiße, ich bin viel zu schnell! Und ich bin tot. Okay. Kann ich vielleicht nicht mehr Amy spielen? Das war ein Versehen. Okay. Geht ab. Geht ein bisschen zu sehr ab. Also eigentlich habe ich ja überhaupt gar keine richtige Kontrolle über das, was ich hier mache. Also ich merke, Amy ist überhaupt nicht für so ein Level hier gemacht. Na toll, das habe ich davon, weil ich diesen blöden Pilz haben wollte. Start, bitte. Und ab geht's. Oh yeah. Wir haben fast gewonnen. Oh, scheiße. Hab dieses blöde Loch vergessen. Okay, also cool, dass jemand echt ein Remake in dem Sinne gemacht hat von Mario Bros. 3. Indem man halt mit Samus und mit Peach und mit Amy spielen kann. Das steuert sich halt nur super schwierig. Ich hab nicht mal so weit gedrückt. Ich schwör's euch, ich hab den Rechtsknopf so angetippt. So, hört mir hin. So, so richtig. So. Und der ist schon das halbe Level weitergelaufen. Was ist das denn? Okay, das hier, das steuere ich selber, ja? Erstmal frecher, dass überhaupt Goombas aus Blöcken rauskommen. Okay, ich will jetzt oben lang. Oben lang. Oben lang? Scheiß auf den Pilz diesmal. Und ab. Nur so kann man hier gewinnen. Danke fürs Leben, obwohl ich unendlich Leben habe. Schade, dass ich den Charakter nicht wieder wechseln kann. Das ist ein komplett anderes Level als Level 1, 2 aus Super Mario Bros. 3. Okay. Kann ich das Spiel neu starten? Ich will das Spiel nochmal spielen, aber ich will jetzt... Aha, das sieht ja schon komplett anders aus, der Titelbildschirm. Ich will jetzt Peach spielen. Spielen wir Level minus 1. Boah, wieso ist das wieder so laut? Hallo? Was ist das hier, ein Testlevel? Okay, schmutzig. Muss jetzt... Ah, ich hab in den Einstellungen nicht... Okay, warte. Ich gebe dem Spiel noch eine letzte Chance, ja? Wieso guckt Peach jetzt so stoned? Ich muss das hier leise machen. Schön, dass er meine ganzen Einstellungen hier nicht gespeichert hat. Keine Ahnung. So, von mir aus. So, das ist ja sonst kaum machbar hier. Viel zu laut alles. Okay. Ja, ich kann gleiten. Ich meine, Peach steuert sich wahrscheinlich immer noch am normalsten. Ich weiß jetzt nicht, wie Samus drauf ist.
Oh, ich kann aber auch ganz schön schnell sein hier. Wenn ich in der Luft noch renne, drücke. Mist, ich muss genau in der Mitte da landen. Okay, nein. Jetzt. Oh Gott, ich muss durch dieses mini kleine Loch. Das ist ganz schön schwer. Jetzt. Auch nicht, okay. Leute, das ist sau... Wow, schwer. Oh, ich kann noch nach oben fliegen. Also ich kann erstmal einen Mega-Dash, aber wie? Boah, wie dieses Spiel abgeht. Wie dieses Spiel abgeht. Man macht einen Mini-Move und zack, ist man schon sonst wo. Peach kann richtig gut fliegen in diesem Spiel. Whoop, ich kann richtig hochfliegen. Also gut, irgendwann ist vorbei. Ich weiß nicht, was mit diesen Plusmünzen auf sich hat, aber ich komme da eh nicht dran. Aber ich habe halt diesen Dash hier drauf. Also, wenn es sich nicht so wie Arsch steuern würde, dann wäre das sogar was richtig Cooles. Oh nein. Hoch. Oh Gott. Peach ist 100-mal besser als Amy. Aber auch das hilft mir nicht. Tut mir leid, das Spiel ist viel zu frustrierend. Spielen wir Squiggly Fish Racer. Das Spiel habe ich, glaube ich, als Kind auch gespielt. Wenn ich mich noch so dran erinnere. Das ist ein Button Masher, meine ich. Und ich bin leider nicht gut darin. A und D muss man drücken. Und man muss den Fisch ganz schnell bewegen. Und kann auch zu zweit spielen. Okay, und los geht's. Ich bin der Linke. Oh ja, ich erinnere mich. Ich war nicht gut. Und auf S springt man, glaube ich. Nein! Oh, lauf! Spring über die Muschel! Oh, wie hole ich das? Das hole ich nicht mehr ein, liebe Freunde. Ich bin nicht gut im Button-Mashen. Und zwingt mich das Spiel jetzt wirklich, das noch zu Ende zu machen? Bonus-Nitro? Wie? Ach, ich habe ein Nitro auch noch. Ja. Tolle Sache. Kein Problem. Hat nur 31 Sekunden gedauert. Okay. Wir resten mit einer kürzeren Strecke. Ich versuch's nochmal. Fangen wir direkt mit dem Boost hier an. Aber ich schaff's nicht, über diese Sachen drüber zu springen. Guck mal, dann hänge ich mich so auf. Guck mal, wie viel Zeit ich dabei verliere. Ich Button-Mash schon. Aber wenn ich einmal in so einem komischen Stein drin stecke, dann kann man das Ding schon echt in die Tonne kloppen. Dann war's das. Ja. Ey, immerhin war ich nur eine Sekunde langsamer nach allem, aber... Oh, wie schwer das bitte ist. Oh nein! Ich versuche wirklich, über diese Sachen drüber zu springen, aber ich schaffe es nicht. Jedes Hindernis, was da ist, ist automatisch, dass ich auch da drin lande. Ich kann nicht gewinnen. Ich kann gegen die CPU nicht gewinnen. Also es ist nicht nur Button-Mashen, es ist auch ein bisschen Bullshit dahinter. Dass man hier über diese Sachen springen will, aber diese Hitboxen halt richtig rotzig sind. Nein! Als ob ich verloren habe. Ich hätte schwören können, das ist es. Ich gebe auf. Ich gebe auf. Ich kann ein Squiggly Shirt kaufen. Sehe ich hier nicht. Don't quit, Truckerhead. Okay, wir weichen vom Thema ab. Sachen sind versteckt in meinem Spiel. Versuch, random Keys zu drücken, während du spielst. Okay, wisst ihr was? Wisst ihr was? Machen wir das. Steht da in der Beschreibung was? Leider nicht. Ja, okay. Also klar, ich kann jetzt ein Rennen starten und irgendwelche Knöpfe drücken. Na, und dann mal gucken, was so dabei passiert. Oh. Oh, oh. Okay, das ist cool. Das hat zwar überhaupt nichts mit dem Spiel zu tun, weil... Okay, ich habe eine Cutscene freigespielt. Okay, das reicht aber. Der gleiche Mensch hat aber auch ein Spiel namens Super Mario BP Old Spill gemacht. Das ist so ein Spiel, das ich irgendwie immer gesehen habe auf der Newgrounds Webseite, aber was ich nie gespielt habe. Okay, warte mal, das sieht gerade ein bisschen unvorteilhaft aus. So schon besser. Ja.
Das habe ich nie gespielt, aber das habe ich immer auf der Webseite gesehen. Das, ich kenne die Bilder davon auf jeden Fall. Wie gesagt, ist der gleiche Macher wie vom Spiel von eben. Start. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Verdammte Ölindustrie. Oh nein, BP hat in Mario Land einen Laden aufgemacht und jetzt geht der ganze Öl leck und tötet all die Fische im Meer. Okay, gut, dass Mario ein Klempner ist, weil ne, das ist alles, was er kann. Er muss die Röhren fixen. Und so weiter und so fort. BP mag gar keine Außenseiter. Also hauen sie Minen und Taucher ins Wasser, um es schwieriger für dich zu machen. Okay, Arrow Keys bewegen. A ist Schwimmen, S ist Fisch schmeißen und P ist für Pause. Okay, los geht's. Okay, ich schwimme. Okay, der Fisch tötet mich natürlich. Die Fische sterben, wenn die in die Nähe kommen. Ja. Guck mal, wie im Hintergrund BP steht. Okay, ich schnappe jetzt so einen Fisch, oder? Ah, guck mal. Schnapp dir... Nein, 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 du musst den Fisch nehmen. Okay, und dann da rein. Achso, das eine braucht noch einen zweiten Fisch. Das Loch war nicht groß genug. Das ist ein ganz schön brutales Spiel. Das hat schon voll die politische Botschaft hier, was wir gerade spielen. Und das, guck mal, wie, ne, das immer dichter wird. Wir haben gewonnen. Okay. Habt ihr gesehen, wie die Ölfläche immer tiefer kommt? Okay. Krasses Spiel, auf jeden Fall. Ist lustig. Schnappt euch die Fische und dann rein. Hallo, rein damit. Wir haben echt nicht viel Zeit pro Level, ne? Ich meine, wir haben zwar einen Timer, aber ich weiß nicht, ob der Timer auch mit dem zusammenhängt, ne, dass halt die Fläche halt immer weiter runterkommt. Oder ob wir so oder so schon gearscht werden, schon bevor der Timer vorbei ist. Okay, den nehme ich mir. Und gewonnen. Ich kann mir jetzt trotzdem weiter Fische schnappen. Okay, das Spiel macht Spaß. Das Spiel ist irgendwie cool. Also ich mag das mehr als das Button-Mash-Spiel von eben einfach, weil ich es auch besser kann, würde ich mal sagen. Aber eine Sache, warte mal, Pause. Ich glaube, ich habe den Ton jetzt ein bisschen zu leise gemacht. Und nein, das ist jetzt wieder zu laut. Nee, ich glaube, es war schon okay, wie es eben war. Ich glaube, so ist es okay. Weil ich musste eben am Sound rumfuschen bei dem Peach-Spiel, weil es viel zu laut geworden ist. Allein schon diese Soundeffekte, also es war völlig überdreht. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier einen blöden Taucher. Anstatt mal irgendwas zu machen, der einfach hier drin ist, nur um mich noch abzuknallen. Was ganz schön scheiße ist. Und ich kann wahrscheinlich den gar nicht aufhalten, oder? Schnapp dir den Fisch. Oh, brauche ich drei Jeep Jeeps für dieses Loch? Das ist aber ganz schön hart. Okay, wir haben es fast geschafft, okay? Okay, wir haben gewonnen. Ja, was sagst du dazu? Blöder Taucher. Krass. Okay, ja, das Spiel macht Spaß und ich verstehe es auch. Ich habe es auf der Newgrounds Website gesehen und es war, glaube ich, immer irgendwie bei diesen bestplatziertesten Spielen, kann das sein? Weil es gibt ja immer so Best-Offs oder gab es damals, vielleicht gibt es das heute immer noch. Und ich habe das Spiel immer wieder mal da gesehen, aber ich habe es nie gespielt. Ich habe auch eben gesehen, das Release-Date war schon 2010 und das war auch so ein bisschen schon die Zeit, wo ich nicht mehr so aktiv Flash-Games am Zocken war. So meine aktive Zeit war so 2005 bis 2009 vielleicht. So, das war so meine wirklich sehr aktive Flash-Game-Zeit. Das war schon, das hier ist schon ein bisschen zu neu mit dem Jahr 2010. Als dass ich, na, also nicht, dass ich es nicht gespielt haben könnte, aber dass ich jetzt nicht mehr ganz so aktiv war. Ah, jetzt habe ich natürlich ein Problem. Die Fische sterben jetzt nur noch hier. Und natürlich wird es dann noch schwieriger für mich, das hier zu machen. Aber ich habe es geschafft. Und Level 2-1. Ich mag es, dass es wirklich Welten gibt, obwohl jedes Level eigentlich das gleiche ist, nur halt mit anderen Hindernissen quasi. Ich meine, okay, es wird jetzt auch ein bisschen eintönig. Ne, weil langsam versteht man, was die Sache ist. Und es wird halt natürlich immer ein bisschen schwieriger, das Ganze. Oh, manchmal teleportieren sich die Fische aber automatisch in das Loch. Das ist super. Gut für mich. Schnapp ihn dir. Okay. Ja, ich denke mal, wir machen hier gleich auch Schluss. Weil ich glaube, jetzt haben wir es verstanden, worum es hier geht.
Da will ich mich auch gar nicht zu lange hier aufhalten. Aber macht Spaß, grundsätzlich. Wird nur halt leider schnell eintönig, deswegen will ich auch gar nicht mehr weiterspielen. Aber cooles Spiel und starke politische Botschaft. Das Spiel scheint, ich weiß gar nicht, wie viel das hier mit Mario zu tun hat. Das heißt Abobos Big Adventure. Und soll wohl Gewalt haben, wenn es überhaupt lädt. Man muss immer bei jedem Spiel gerade offen, dass es überhaupt lädt. Das checke ich gerade nicht. Ob das jetzt die Spiele sind oder ob das jetzt gerade dieser Flashpoint-Launcher ist, der halt immer mit sich auf sich laden lässt. Aber ich will euch jetzt natürlich auch nicht enttäuschen, durch euch ein Spiel mit Gewalt verspreche und dann lädt es gar nicht. Aber offenbar, liebe Freunde, sieht das nicht so gut aus. Da müssen wir eventuell vielleicht beim nächsten Mal drauf zurückkommen, wenn es dann doch geht. Tut mir leid. Wie sieht es denn mit Lucas Castle Escape aus? Lädt das? Ist ja komisch. Okay, es lädt auch nicht. Ich weiß nicht, ist irgendwas... Irgendwas ist komisch seit meiner letzten Aufnahmesession, dass hier irgendwie die Sachen gar nicht mehr richtig laden wollen. Ich glaube echt, hier läuft irgendwas falsch tatsächlich. Deswegen lass mich nochmal neu starten, dann probieren wir es nochmal. Da, guck mal. Ich habe gerade mal die Aufnahme für 5 Sekunden pausiert, das eine Spiel nochmal geladen, das Gewaltspiel, das Abobo Racer oder wie das heißt. Und zack, dann geht das. Man muss irgendwie manchmal mehrmals probieren. Ist ein bisschen komisch, aber ja, ich will natürlich jetzt nicht alle Spiele skippen und sagen, die gehen nicht, weil offenbar gehen die ja teilweise ja dann doch. Haben wir das Logo nicht eben schon alles gesehen? Ist das jetzt auch vom gleichen Macher? Es ist von dem gleichen Macher, aber es sind von 3 verschiedenen. Aber einer von denen ist der gleiche, der die anderen beiden Spiele gemacht hat, nämlich iMockery. Alles klar, habe ich ja gar nicht mal gecheckt. Okay. Ein NES-Charakter konnte niemals seine Story sharen. Ist es der Hund? Ey, ich meine, er ist in Smash Brothers. Oder um wen geht's hier? Ist es Mega Man Musik? Oh, ist es die Eule? Ist es. Da kann's. Ah, ich kann die abschießen hier! Ist das der blöde Drache aus Mega Man 2? Wer ist es? Wer ist es? What? Du? Abobos Big Adventure. Aus welchem Spiel ist der Typ? Das sieht wie ein hochwertig gemachtes NES-Spiel aus. Also, Flash-Game wohl, ja. Also, Abobo kriegt auf den Sack. Keine Ahnung, ist das ein stinknormaler Gegner aus diesem Kampfspiel? Fighter's Fury oder wie das heißt? Miau, miau. Oh nein! Oh mein Gott, das ging zu weit. Das ging zu weit. Dieses Kätzchen hat nicht verdient zu sterben, okay? Mein Gott, ich habe miese Laune gerade. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Hätte jeder Schmüb hier sein können. Ich hoffe, du weinst wegen der Katze gerade. So, jetzt echt Schuldbewusstsein. Okay, aber egal, los geht's. Ignorieren wir das. Muss ich irgendwas drücken? Ah, okay. A, S und... Oh, das ist ein richtiges Kampfspiel. Okay. Okay, ich hau daneben. Hey. Hallo, was soll denn das hier? Der verprügelt mich. Wieso bin ich so kacke hier? Reicht jetzt mal. Boah, scheiße, wie ich auf den Sack bekomme. Ich bin wirklich nicht gut. Einfach Button mashen und hoffen aufs Beste. Okay, einer ist tot. Beide sind tot. No Rage. Ach, ich hab kein... Deswegen ist das ein Mario-Spiel, weil es einen Goomba gibt. Deswegen geht das jetzt Mario-Spiel durch. Ricky Sticks. Was ist denn das für ein Hard-Rock-Glam-Metal-Name? Okay, ich kämpfe leider nur nicht besonders so toll. So langsam fühlt sich mein Rage-Meter ein bisschen. Aber ich meine, um fair zu sein, sehr gut war ich jetzt auch nie in solcher Art von Spielen. Diese 2D-Beat'em-Up-Spiele. Ich meine, teilweise mag ich die zu spielen, aber ich... Oh. Ich habe einfach seinen Kopf gegessen und habe mich dadurch wiederbelebt. Alles klar. Kein Problem. Ihr füllt meinen Rage-Meter gut auf. Oh, kommt Donkey Kong? Guck mal oben, was da los ist.
Du. Ich krieg dich. Ey. Komm her. Naja, du Skater, jetzt bist du weg. Okay, einerseits ist das ein cooles Spiel. Aber es geht auch so ein bisschen meiner Meinung nach am Thema Mario-Spiele vorbei. So leicht. Ich meine, es hat klar einen Donkey Kong-Gegner. So ein bisschen ein Mario-Spiel, aber auch irgendwie wiederum überhaupt nicht. Außerdem bin ich tot. So, by the way. Und mein Rage-Meter ist auch weg. Okay, warte mal. Du bist aber nicht auf meiner Seite Donkey Kong, oder? Nee, 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 nee. Ich dachte nur, weil gerade... Ich dachte, ich nehme gerade keinen Schaden. Nein, er ist gegen mich. Oh, leider. Scheiße, wie viel Damage ich nehme. Das Problem ist, ich will sogar dodgen, ich will ausweichen, aber wenn ein Gegner mich haut, dann stunt er mich so, dass ich nicht mehr vor diesem blöden Fass weglaufen kann und krieg den vollen Damage ab. So, mein Freund. Das reicht jetzt aber mit dir. Cooles Bild, was er unten rechts hat. Ja, Junior. Brauchst gar nicht so gucken. Ja, der hat sich versteckt. Hast du mal Glück gehabt. Also es sind anscheinend Gegner aus vielen verschiedenen Spielen hier. Oder ich bin auch ein Gegner, keine Ahnung. Auf jeden Fall Charaktere aus verschiedenen Spielen. So, frag mich nicht, wie man gut hier drin spielt, weil ich bin's halt nicht. Grumpy McGee. Schnapp dir das Fass. Genau. Yes, mit dem Fass läuft's ja. Oh, Spy für Spy? Okay. Hey, ich kenne euch noch aus dem Mad-Magazin. Oh, mein Rage-Meter. Und damit kann ich halt coole Sprünge. Nur leider dodgt er mir immer hier. Der Typ ist doch sogar ein Protagonist aus dem Kampfspiel, aus dem der auch ist. Ich weiß nicht mehr den Namen des Spiels, aber ich glaube, der ist sogar die Hauptfigur davon. Oh, du bist auch ein Gegner. Beardy Barrel. Ein bärtiges Fass. Ich warte drauf, dass das eine Fass explodiert. Deswegen, warum leuchtet das uns so? Okay, wisst ihr... guck mal, wie ich gestunt bin! Alter, wie unfair ist das? Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich drücke alle Knöpfe. Ich versuche irgendwie zu dodgen. Ich bin gestunlocked. Ich kann nichts machen. Jo, danke. Das war auch kein bisschen unfair. Dass ich so räudig sterben musste gerade. Weil ich einfach in die Ecke gedrängt war und zack, einfach nur so lange Schaden nehmen, bis meine Lebensleiste endgültig auf Null fällt. Tschö. Habe ich jetzt gewonnen oder was? Weiter geht's. Lass uns das kleine Mädchen töten und ihren Kopf wieder essen. Nee. Du bleibst mal schön hier. Leider kann ich meinem Charakter nicht wirklich sympathisieren, wenn er kleine Mädchenköpfe frisst und Katzen tötet. Komm, töte den Goomba auch. Kann ich rein? Okay. Aber für das, was ist es auch wirklich ein cooles Spiel, muss ich echt sagen. Also ich werde es vermutlich nicht durchspielen können, weil ich werde ja gleich irgendwann sterben und dann war's das. Bin ich einfach nicht skilled genug, ja, aber das Spiel, also ist für ein Flashgame richtig, richtig, richtig gut sogar. Komm, ins Loch mit dir. Ach. Komm, Rage Meter. Mist. Okay, leider treffe ich nichts, was ich halt mit meinen Sprungattacken mache. Au. Au. Okay. Boah, der kann sich echt weit wegrollen. Komm, ich hab dich gleich. Shooter Gavin. Ach, scheiße, ey. So, jetzt reicht's aber. Wie kannst du noch am Leben sein mit deinem Furzstrich hier? Warte mal. Jetzt, wollte ich schon sagen. Oh, der Gabelstapler war's.